Hallo und herzlich willkommen zum Barbecue-Special von Einfach mal kochen mit Peter. Heute marinieren wir Schweinesteaks in einer herbsüßen Marinade. Und dazu brauchen wir 4 Schweinesteaks, 8 Esslöffel Essig, 150 ml Öl, Salz und Pfeffer, Oregano, Tabasco, 4 Knoblauchzehen, 2 Zwiebeln, Paprikapulver und 6 Esslöffel Honig. Des Weiteren benötigen wir ein Schneidebrett, ein Messer, eine Knoblauchpresse, ein Schneebesen und eine Schüssel. Die Zwiebeln schneiden wir und würfeln sie anschließend. Wir geben den Essig in die Schüssel und den Honig dazu. Den Knoblauch pressen wir hinein. Würzen das Ganze mit Paprikapulver und Oregano und geben ein paar Schuss Tabasco rein. Wir geben das Öl dazu, pfeffern und salzen und rühren alles mit dem Schneebesen um. Wir geben die Zwiebeln dazu und rühren nochmal um. Nun legen wir das Fleisch ein und wenden dies, sodass alles schön bedeckt ist. Wir geben das Ganze zum Marinieren einen Tag in den Kühlschrank. Die Steaks geben wir nun auf den Grill und braten diese von einer Seite so lange an, bis auf der Oberseite das Fett schwimmt. Sobald das der Fall ist, können wir das Steak wenden und lassen die andere Seite genauso lange auf dem Grill. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Grillen!